bevor der N24-Talk anfängt, habe ich mir den Konsti Schad geschnappt für meinen Talk. Genau, Konsti, wie war es für dich hier in Sochi? Also die Spiele waren wieder mal ein tolles Erlebnis. Wettkampf war leider nicht so spannend, also jetzt nicht nur wegen meinem Abschneiden, sondern auch, weil es einfach leider mit dem schlechten Wetter, erst Verschiebung, dann Quali-Ausfall und so weiter, war nicht ideal. Das Bitterste war, dass ich wirklich gesehen habe, ich kann das Ding gewinnen und es dann nicht geklappt hat. Das ist aber gut, da gehen bei uns immer 95% der Fahrer unzufrieden nach Hause, deswegen muss man damit zurechtkommen. Was machst du dann, damit du dann nicht mehr so unzufrieden bist? Ah, ich habe glücklicherweise meine Familie da, meine Freundin, meine Mama und mein Bruder sind da und die haben mich gestern schon über das Gröbste weggetröstet und ich denke mal, ich werde es schon verkraften irgendwann. Sind deine Eltern auch mal streng zu dir gewesen? Ja, Gott sei Dank. Also jetzt kann ich es nachvollziehen und bin ich doch auch sehr dankbar dafür. Was hast du denn früher so ausgeheckt? Wie war es denn in der Schule zum Beispiel? In der Schule war ich erstaunlich gut, trotz, muss ich zugeben, nicht übermäßigem Einsatz, weil ich ja doch auch viel unterwegs war dann schon mit dem Snowboarden und bin da glücklicherweise immer gut durchgekommen. Ich habe mich auch geweigert, damals auf so eine Sportschule zu gehen, weil ich unbedingt zu Hause bleiben wollte und bin glücklicherweise mit einem relativ guten Abitur durchgekommen. Du kommst aus Rosenheim, ne? Genau, in Rosenheim bin ich geboren. Mittlerweile wohne ich in Fischbach-Au. Das ist ein anderer Landkreis. Die Weltstadt. Genau, die daherkommen, die werden mir böse sein, wenn man Rosenheimer sagt. Deswegen stelle ich es kurz richtig. Ich verstehe. Aber was schätzt du so an deiner Heimat? Ist ja eine super schöne Umgebung. Was gefällt dir besonders gut? Na, es ist ideal zum Wintersport treiben. Wenn ich nicht dort aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie so zum Snowboarden gekommen. Also aber dann wärst du Surfer. Dann wäre ich vielleicht Surfer, ja, oder wer weiß. Es sind immer so viele Umstände, die bei sowas mit reinspielen, die dann zu dem machen, was man ist. Und ich konnte halt nach der Schule noch zum Snowboarden gehen und das war für mich schon sehr, sehr ausschlaggebend, denke ich. Was ich dich noch fragen wollte, du, habe ich gehört, spielst Golf. Das ist jetzt so gar nicht, was in mein Klischeebild von dir passt, von so einem Snowboarder. Das ist, meint man in erster Linie nicht, aber es ist lustig, wie viele Extremsportler Golf spielen, um da wirklich diese Ruhe reinzukriegen ins Leben anscheinend. Ich habe dieses Jahr im Sommer ein Golfturnier gespielt, nur für Action Sports Pros und da waren, man glaubt es nicht, Freestyle-Motocross-Profis, Skateboarder, Sean Malto zum Beispiel, Ryan Sheckler, wir spielen echt viele Golf von uns und die meisten auch noch ziemlich gut. Deswegen war das sehr lustig, da diese internationalen Meisterschaften auszutragen. Trainierst du dann da auch so da richtig dafür? Nee, das sollte ich vielleicht mal probieren, wie gut es dann laufen würde, wenn ich beim Golf trainiere. Nee, ich spiele halt einfach zum Spaß und spiele aber gerne. Also wenn ihr meine Freundin fragt, die ist bestimmt sauer, wie viel Zeit ich dann doch irgendwie auf dem Golfplatz verbringe. Ich kann nur Minigolf, von daher, ich habe überhaupt gar kein Handicap. Sag mal, Handicap heißt es doch, Handicap, ne? Ja, das immerhin, das weiß ich. Ja. Was meinst du, wo bist du so, wie bist du, wenn du 50 bist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich werde ein guter Papa. Dann spätestens mit 50. Nee. Das ist echt eine sehr gute Frage. Snowboarden werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit 50. Das geht einfach zu sehr auf die Gelenke. Dann muss ich wieder zurück zum Skifahren, aber das habe ich auch immer gern gemacht. Und ja, mit Golfspielen habe ich auch schon mal gut vorgearbeitet. Das kann man ja machen, bis man umfällt. Das stimmt. Siehst du dich dann so in so einem, dieses ganz normale Häuschen mit Garten? Was möchtest du mal arbeiten? Ich habe ja mein Studium im Moment in Ansbach. Also das pausiert zwar gerade für die Olympischen Spiele, aber ich studiere internationales Management. Und das ist schon auch die Richtung, die ich mir gut vorstellen könnte. Ich würde wahnsinnig gerne die Schnittstelle bilden zwischen Firmen und Athleten, denke ich, weil ich von beiden Seiten dann eben die Expertise mitbringe. Da studiert auch der Michi Greis. Dann seid ihr sozusagen Konkurrenten da. Wer kriegt den besseren Job? Mit dem Michi Greis möchte ich mich natürlich nicht konkurrieren. Nein, der ist natürlich auch, das sind noch viele andere große Namen bei uns im Studium. Auch der Fritz Dopfer ist zum Beispiel, der studiert da mit uns. Und wenn ich die alle als Konkurrenz sehen würde, dann wäre das schon ziemlich schwierig. Aber nein, ich glaube, es gibt genug Snowboard-Firmen zum Beispiel, wo dann der Michi Greis vielleicht nicht der ideale Kandidat ist. Das stimmt. Wie geht's jetzt weiter für dich? Fährst du jetzt erstmal in Urlaub mit deiner Freundin? Das muss noch ein bisschen warten. Wir haben ja noch ein paar Weltcups, aber dann geht's auf jeden Fall in Urlaub. Wir fahren jedes Jahr im Frühjahr auf irgendeine Insel und dann ist erstmal Ruhe. Europa? Vielleicht sogar. Aber meistens ist es im April noch nicht warm genug in Europa, deswegen vielleicht muss es weiter weggehen. Wir haben es aber noch nicht ganz fertig geplant. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Danke, dass du da warst. Danke, gern. Tschüss. Ciao.